Moin Leute, David von iDesignish hier. Anhand eines kleinen Tutorials zeige ich euch heute doch mal, wie ihr denn mit einem HDI-Image bzw. einfach Bilder, die ihr googeln könnt oder auch selber machen könnt, euer 3D-Modell verbinden könnt, so dass es relativ real aussieht, ohne viel drumherum zu modellieren. Das heißt, wir haben unser Objekt, in unserem Fall unser Skyline, Nissan. Und deshalb ist ganz fix und ich zeige euch das mal. Und zwar, wenn ihr hier nun drauf geht und ein Himmelobjekt nehmt, dann machen wir nur Textur. Und bei der Textur suchen wir uns dann unser Bild raus, was wir haben wollen. In unserem Fall habe ich hier so einen Parkplatz. Und ziehe den rauf auf unser Himmel. So, da die Projektion jetzt sehr skaliert ist, müssen wir uns das ändern. Das heißt, wir gehen auf unseren kleinen Ball, dann auf unsere Projektion und machen das Frontal-Mapping. Das heißt, so wie das Bild geschossen wurde, sieht es aus. Wenn wir das jetzt mal rendern, das heißt, ich stelle jetzt mal alles aus. Ich kann es mal löschen hier. Dann sehen wir schon mal, der Hintergrund ist schon mal so, wie wir haben wollen, aber wir haben halt keine Schatten und auch hier, das sieht sehr unrealistisch aus. Deshalb machen wir jetzt erstmal unseren Hintergrund, unseren Boden quasi, damit Schatten erzeugt wird. Das heißt, wir gehen auf unser Objekt, Objektwerkzeug quasi und nehmen unsere Ebene, ziehen und das Auto, Skalierwerkzeug und skalieren uns das erstmal schön fett. So, jetzt ziehen wir unser Bild drauf. Dasselbe Spielchen wie immer. Obwohl. Ne, genau. Das ist halt sehr skaliert, das wollen wir nicht haben. Das heißt, wir gehen auf unser Ball. Bei Mapping machen wir unser Frontal-Mapping, so dass es quasi übereinstimmt. Denn wenn wir das jetzt mal rendern, das heißt, wir machen Ambient Inclusion und Global Animation an. Sorry, ein paar Texturen fehlen, ist ja egal. Heißt, wir sehen uns gleich wieder. So, und wenn wir uns das mal angucken, hier unten sehen wir schon, dass die Schatten, dass Schatten erzeugt wird. Da das sehr dunkel ist alles, sieht man das noch nicht gut, aber jetzt sieht schon mal einigermaßen so aus, wie wir es haben wollen, dass es halt schon mal auf dem Boden steht. So, der andere wichtige Punkt ist, weil wir werden wir jetzt sehen, das heißt, die Spiegelung und die Reflexion und alles drum und dran ist immer noch unser Frontal-Mapping. Das heißt, egal was für ein Objekt wir haben, wird es halt frontal projiziert. Das heißt, es sieht so aus, hier durchs Dach, dass unsere Begrenzung durchs Dach geht oder hier auch durch das Auto und so ein bisschen sieht es halt sehr transparent aus. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, jetzt machen wir uns, gehen wir erstmal Schritt für Schritt. Das heißt, wir nehmen unser Himmel. Und jetzt Rechtmaustaste Cinema 4D Tags und Rendere und machen erstmal die sichtbar für Strahlen aus. Das heißt, jetzt ist aus für Ambient Inclusion, Belichtung und so weiter. Wenn wir das jetzt nochmal rendern würden, jetzt kann ich es auch mal ausmachen jetzt, Ambient Inclusion und Global Animation. Wenn wir das rendern würden, sehen wir gar nichts, denn es wird nichts mehr gespiegelt. Das wollen wir natürlich auch nicht haben, weil das sieht auch blöd aus. Das heißt, wir machen uns einen neuen Himmel und nehmen dann unser HDMI-Image, was wir haben wollen. Das heißt, wir gehen hier zum Beispiel auf unsere Content Library und gehen runter auf Prime, dann auf Materials, HDI. Und nehmen uns irgendein HDMI aus. Das sollte relativ passen zu der Umgebung. Also ich habe hier jetzt so eine Straße, also quasi wenn ich jetzt irgendwas im Wald nehme, passt es jetzt vielleicht nicht unbedingt, oder was im Haus, das passt natürlich nicht. Das heißt, müssen wir uns ein bisschen mal rumprobieren, was denn gut aussehen könnte. Machen wir eventuell mal das hier, das HDI1. Ziehen wir uns das raus. Und jetzt ziehen wir unser HDI auf unseren Himmel. Jetzt, wenn wir es rendern wollen oder rendern, dann seht ihr eventuell im Hintergrund. Ja, jetzt sehen wir schon mal,
das ein bisschen reflektiert. Dass unser Hintergrund, weil die Ebene noch nicht so perfekt, dass es halt hier, wo der Himmel anfängt, halt zum Himmel wird. Das wollen wir natürlich nicht. Heißt, wir könnten beispielsweise auf unseren Himmel gehen. Rechte-Maustaste, Cinema 4D Tags, Renderer und unser Sichtbar für Kamera ausmachen. Dann haben wir wieder unser Ding hier. Oder aber wir ziehen unsere Ebene einfach so weit, dass wir den nicht mehr sehen können. Dann ist nämlich alles mit der Ebene voll, wo wir quasi unser Bild haben. So, jetzt können wir, jetzt der andere Punkt ist natürlich, ich hatte das jetzt von so einem Rad, so einem bestimmten Winkel quasi, das ist nicht 45 Grad und auch keine 90 Grad, sondern eher so Zwischending. Deswegen müsste ich jetzt mir mal ein bisschen überlegen, wie die Kamera positioniert werden könnte, wenn ich das jetzt nach oben, so von oben, das passt natürlich nicht. Das heißt, wir machen eventuell auch so, ich denke, das könnte doch ganz gut sein, also keine 90, vielleicht sowas da, in der Art. Müssen wir mal gucken. Dann, wenn wir natürlich rauszoomen und reinzoomen, dann wird unser Bild kleiner, aber unser Hintergrund, da wir Frontal-Mapping haben, bleibt immer gleich. Das heißt, wir können jetzt unser Auto zum Beispiel ein bisschen größer machen. Ich denke, so ist okay. So, ich hatte gedacht jetzt, das passt jetzt glaube ich nicht so ganz. Was habe ich hier genommen? Okay, nehmen wir mal an der Straße. Nehmen wir mal. Genau, nehmen wir dann das hier. Das hatte ich ja auch schon, aber trotzdem. Und replacen das kurz. Und jetzt machen wir mal alles nochmal an. Ambient Inclusion, Glomit Animation. Und wenn wir das rendern, dauert es eine Weile. Aber es wird. Und voilà, wie ihr sehen könnt, sieht es doch echt cool aus. Hier Spiegelung könnte man meinen, also es ist ein bisschen gefaked, aber dass es hinter uns ein bisschen weiter geht und am Ende ist dann Schluss mit dem Parkplatz und über uns quasi sind ein paar Bäume hier und der Himmel, finde ich ganz, könnte echt passend super sein. Das Einzige, was ich jetzt noch kurz ändern würde, ist vielleicht der Winkel. Also das Größe des Autos ist okay und auch sonst so. Ich würde es nur eventuell ein bisschen mehr von vorne machen wollen. Das heißt, so beispielsweise. Schauen wir mal. Ja. Das andere, was auch mal ganz cool aussieht, da ihr so ein bisschen in die Weite hinten guckt, ist ein bisschen Tiefenunschärfe machen. Das heißt, wir nehmen uns eine Kamera und gehen auf der Kamera, dann auf Tiefe, machen aber eine Tiefe hinten und bei Einstellungen, Effekte, Schiefen, Tiefenschärfe, Schärfentiefe. Was ihr jetzt, also so, wenn ihr es auf Default lässt, reicht das eigentlich. Wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr mit der Maustaste drücken und dann so kommt ihr in die Perspektive rein. Und ihr könnt das jetzt aussuchen, wie ihr es haben wollt. Das heißt, hier vorne beginnt quasi der Blur und da hinten hört er auf quasi. Also wenn ihr das jetzt mal verschieben würdet beispielsweise, dann ja, habt ihr einfach euren Blur, der später anfängt. Muss jetzt persönlich entscheiden. Deswegen lasse ich das mal auf Default. Und da ihr aber noch nicht in der Kamera drin seid, geht auf Kamera und dann auf Szenenkamera und auf Kamera und dann rendert ihr das Ganze und ja, dann haben wir das Resultat und voilà, haben wir fertig. Hinten seht ihr jetzt das Blur anfängt an meinem Auto. Finde ich persönlich immer ganz cool und gibt der Sache immer noch ein bisschen mehr Sweetness. So, das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann ja, haut ein Abo bei mir rein und schaut mal bei mir vorbei. Ansonsten könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr irgendwelche neuen Tutorials von mir haben wollt, beziehungsweise was ihr gerne sehen wollt. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis demnächst mal. Ciao.